Der Tawhid ist in der Sprache ein Infinitiv des Verbes wahada. Es ist ein Infinitiv des Verbes wahada yuwahidu. Das bedeutet, etwas eins zu machen. Sprachlich, aus einer Sache etwas eins zu machen, etwas zu vereinheitlichen, Dualität, Trinität, Pluralität und so weiter zu negieren. Das heißt, das Wort rein sprachlich betrachtet beinhaltet zwei Aspekte. Einmal etwas zu bestätigen, anzuerkennen, einmal etwas zu verneinen. Du kannst nämlich etwas nicht vereinheitlichen in deinen Gedanken, in deinem Glauben, außer wenn du jede Form der Beigesellung oder der Pluralität verneinst. Das ist sehr wichtig, auch in der Definition des Tawhid der Scharia, weil er besteht auch in der Scharia aus diesen zwei Säulen. Einmal einen verneinenden Aspekt und einmal einen akzeptierenden, anerkennenden Aspekt. So, dass der Tawhid ist also das sprachlich etwas eins zu machen, etwas zu vereinheitlichen und so weiter. Und dieses Machen, also aus etwas eins zu machen, ja, dieses Machen oder Bewirken, dass etwas eins wird, hat zwei Sparten, zwei Ebenen. Das eine nennt man Al-Ja'lul Khariji. Das heißt, etwas zu bewirken, so dass etwas in der Außenwelt vereinheitlicht wird. In der Außenwelt, in der Realität. Du bewirkst die Vereinheitlichung einer Sache. Du hast beispielsweise zwei Knetstücke, ja? Nimmst die und fügst sie zusammen, mischst sie gut durch, knetest durch, sodass daraus ein Stück Knete entsteht. Hier hast du was äußerlich in der Außenwelt bewirkt, etwas getan. Aber das, der Tawhid in Bezug auf Allah, gehört nicht in diese Kategorie. Warum? Oder erstmal die andere Kategorie, was bedeutet das? Die andere Kategorie, das nennt man Al-Ja'lul Al-Qalbi oder Al-I'tiqadi. Das Machen davon oder Bewirken im Herzen, im Inneren. Warum? Weil wenn du Allah mit in deinem Glauben vereinheitlichst, ja, gab es in Bezug auf Allah vorher in der Realität, in der Außenwelt eine Dualität, eine Pluralität? Gab es nicht. Allah ist eins und einzigartig, absolut gewesen in seinen Namen, Eigenschaften und in seinen Rechten. Ob Fulan und Fulan das akzeptiert oder nicht, ob er Allah andere Dinge beigesetzt oder nicht, das hat keine Auswirkung, einen Einfluss, keine Bewirkung auf die Realität, auf das Äußere. Der Tawhid des Dieners passiert im Herzen, in seinen Gedanken, in seinem Glauben vereinheitlicht er. Und wie gesagt, das nennt man Al-Ja'lul Qalbi. Das Vereinheitlichen durch das Herz oder durch den Iman. Das ist demgemäß ein innerliches Vereinheitlichen. Na, wie definieren wir den Tawhid in diesem Fach, in der Aqidah, im Ilm al-Tawhid, Ilm usul al-Din? Übrigens, auch mal so nebenbei, wegen dem Wort al-Tawhid. Das Wort al-Tawhid existiert schon seit Ewigkeiten. Es wurde auch in der Sunna erwähnt. Also wir sehen das Wort al-Tawhid und den Infinitiv und Al-Verben, die aus dem Infinitiv abgeleitet werden. Wir sehen sie in der Sunna. Im Koran wird es aber nicht erwähnt. Jedenfalls, das Wort al-Tawhid hat zwei Bedeutungen. Also im Allgemeinen, wenn wir das Wort im Fach hier betrachten. Einmal eine sehr umfangreiche Bedeutung und einmal eine etwas engere, eingeschränkte Bedeutung. Umfangreich wird das Wort Tawhid benutzt als Synonym für das Wort Aqidah. So, wenn du sagst, ich habe ein Buch in der Tawhid studiert, das kann sein, dass du meinst, in der Aqidah, der gänzlichen Aqidah, also summarisch betrachtet. Ja. Also auch gehört der Iman an die Akhirah zum Tawhid? Aus dieser Perspektive ja. Der Iman an die Malaika gehört zum Tawhid. Deswegen sehen wir, dass schon früh Gelehrte in der Aqidah geschrieben haben, und sie haben ihren Büchern, in den Aqidah-Büchern, den Namen Tawhid gegeben. Ibn Manda hat ein Buch geschrieben, Kitab al-Tawhid. Ibn Khuzayma hat ein Buch geschrieben, Kitab al-Tawhid. Und es handelte nicht um diesen Tawhid, also wie wir ihn kennen, Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya und Asma al-Sifat, sondern nur aus einem bestimmten Aspekt. Genauso das Wort Sunnah. Wir sehen, dass was kennen wir unter Sunnah eigentlich? Die Taten, Aussagen und Billigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Auch in der Sunnah haben Leute schon früh geschrieben, in der Aqidah, Bücher. Sie haben ein komplettes Buch über die Aqidah verfasst mit dem Namen As-Sunnah.
Zum Beispiel Al-Khalal hat geschrieben, ein Buch, Kitab al-Sunnah, beinhaltet Aqida. Abdullah ibn Ahmad hat geschrieben, Al-Assal hat geschrieben, mit diesen Büchern, alle haben den Namen al-Sunnah. Jedenfalls, aber enger betrachtet, also in unserem Thema jetzt, wenn wir vom Tawhid sprechen, dann wird er wie folgt definiert. Sie sagen, Ifradullahi ta'ala bima tafarrada bihi au amara an yufrada bihi. Das sagt, so hat es zum Beispiel Siddiq Hasan Khan definiert. Siddiq Hasan Khan in seinem Buch Ad-Din al-Khalis, das war ein König. Das war ein gelehrter König. Er sagt, Allah Zilla in all seinen Exklusivitäten zu vereinheitlichen und alles andere außer ihm davon zu isolieren, auszuschließen, von diesen Exklusivitäten. Den Exklusivitäten ist gemeint alles, womit er sich alleine auszeichnet. Und dies beinhaltet seine Taten, dies beinhaltet seine gewisse Attribute, dies beinhaltet seine Rechte, wie das Recht der Anbetung, die Schöpfereigenschaft, die Eigenschaft, Dinge zu erschaffen, das absolute Verfügungsrecht ist eine Exklusivität Allah Jallas. All diese Dinge gehören dazu.